Virus ist mal wieder ganz gediegen am Start. Heute geht es mal darum, wie ihr nicht nur Motorräder duplizieren könnt, sondern auch das MK2, weil hier ist das Ganze etwas spezieller. Ihr fliegt hier nämlich immer sofort raus aus dem Bunker, wenn ihr Gas gebt. Deswegen gibt es hier noch einen kleinen Glitch dafür. Was benötigt ihr dafür? Ihr braucht auf jeden Fall einen Bunker mit MOC im MOC, Lagerplatz für persönliche Fahrzeuge. Ihr solltet einen MC-Club besitzen, im MC-Club eine Werkstatt und schon einen Faccio-Roller mit drin. Außerdem solltet ihr mal schauen, dass ihr euch vielleicht noch als CEO registrieren könnt, um den Buzzard-Heli anzufordern, falls ihr keinen Job-Teleport machen wollt. Und für die Leute, die einen Job-Teleport machen möchten, braucht ihr noch einen AFK-Bot. Die findet ihr nochmal unten in der Beschreibung. Dieser ganze Glitch ist eigentlich ein Single-Payout, das heißt, ihr könnt das Original-Bike für 2,3 Millionen verkaufen. Die Duplikate bringen im Endeffekt nicht mehr viel. Das erste, was ihr machen solltet, ist euch natürlich in eine Einladesitzung begeben. Da ist das Ganze um einiges entspannter. Dann fordert ihr jetzt über den Mechaniker einfach das MK2 an. Bei mir war es jetzt schon im MOC drin. Und dann müsst ihr noch den MOC anfordern, MK2 zum MOC bringen und dann einfach reinfliegen. Das Ganze ist dann gleich abgespeichert und den MOC fahrt ihr dann, so wie er ist, direkt in den Bunker wieder rein. Jetzt machen wir genau das gleiche wie beim Bike duplizieren. Wir holen als erstes mal das MK2 wieder aus dem MOC-Anhänger raus. Einfach aufsteigen, einmal kurz Gas geben. Wir landen dann direkt auf diesem Parkslot. Und jetzt wie gesagt, einfach absteigen, nicht bewegen. Und vergewissert euch jetzt bitte, dass ihr im Bunker entweder die großen Caddies habt oder die kleinen Caddies. Das brauchen wir auf jeden Fall. Wir müssen nämlich später das MK2 verschieben, damit wir das dann später auch in den MOC reinbekommen. Außerdem solltet ihr nochmal bei South San Andreas schauen, ob ihr denn noch ein paar Faccio-Roller benötigt in euren MC-Club. Denn wir machen auch hier saubere Kopien wieder. Ihr braucht deswegen kein iFruit-Kennzeichen, denn die ID wird dann vom Faccio-Roller auf das MK2 übertragen. Wenn ihr das dann erledigt habt, verlasst ihr jetzt den Bunker zu Fuß. Draußen dann angekommen, macht ihr einen Job-Teleport, dazu einfach einen Job in der Nähe vom MC-Club auswählen, mit Viereck das Ganze starten. Wer noch nie einen Job-Teleport gemacht hat, werde ich das mal ganz kurz erklären. Ihr wartet einfach ab, bis die Job-Einstellungen geladen haben und dann geht ihr einmal auf die Playstation-Taste und sucht dann einen Spieler heraus, der sich in einem anderen Zielmodus befindet als ihr selber. Das wäre dann dieser Bot hier. Ihr tretet diesem Bot dann bei, dann bekommt ihr eine Zweizeiler-Meldung, die nehmt ihr mit X an und die zweite lehnt ihr mit Kreis ab. Da ihr natürlich wisst, ihr seid im unterstützten Zielen, der Bot ist im freien Zielen, würdet ihr jetzt einen Freund beitreten und ihr seid im gleichen Zielmodus, landet ihr natürlich jetzt in seiner Lobby, deswegen passt da auf, dass ihr in unterschiedlichen Zielmodi seid, wenn ihr diesen Job-Teleport macht und dann lauft ihr vom Job aus direkt zum MC-Club. Nehmt euch jetzt im MC-Club einen der Faccio-Roller vor, steigt dort auf und dann rechte Pfeiltaste drücken, um damit in die Tuning-Werkstatt zu fahren. Ihr seht, wir sind kurz unsichtbar, wir sind dann jetzt hier drinnen, sind wieder sichtbar und jetzt ändert ihr einfach eine Sache am Faccio-Roller, nehmt dafür am besten das Kennzeichen, das ist hier am billigsten, kauft einfach was anderes drauf und nach dem Kauf geht ihr hier komplett wieder raus und wartet dann ab, bis ihr wieder mit dem Roller auf dem Parkslot steht. Ist das dann erledigt, wieder aus dem MC-Club rausgehen und dann, wenn ihr draußen angekommen seid, macht ihr einfach von dort aus wieder einen Job-Teleport in Richtung Bunker. Ihr solltet euch hier vergewissern, dass ihr schaut, wo euer Bunker ist. Es kann ab und zu sein, dass das Symbol dann auf der Karte nicht angezeigt wird, wenn ihr den Job-Teleport macht und dann teleportiert ihr euch einfach dorthin und geht dann anschließend wieder in den Bunker rein. Im Bunker kommt jetzt mit Abstand einer der lästigsten Aufgaben. Ihr schnappt euch jetzt so einen Caddy und nun müsst ihr das MK2 von dem Stellplatz bis zum MOC hinschieben. Das kann hier echt ein bisschen dauern. Das MK2 ist gefühlt so schwer wie ein LKW hier und das schiebt ihr jetzt einfach so lange, bis ihr das MK2 auf den blauen Punkt geschoben habt vom MOC-Anhänger. Habt ihr das dann auch erledigt, dann geht jetzt zum MK2, drückt Dreieck zum Aufsteigen, das Bike wird aufgerichtet, rechte Pfeiltaste drücken, Lager ist voll. Wenn die Meldung kommt, hat alles richtig funktioniert, Meldung annehmen und wir werden jetzt praktisch mit dem MK2 in den MOC wieder reingebracht, Speicherschnecke erhalten, das Ganze ist abgespeichert. Das jetzt hier im MOC ist jetzt theoretisch gesehen das Duplikat und wir haben jetzt praktisch das Original, was im MOC vorher noch drin war, weiter verschoben zum MC-Club und jetzt könnt ihr das
das Bike rausfliegen und könnt das verkaufen. Dieses Bike bringt aber, glaube ich, nur so zwischen 15.000 bis 20.000 GTA-Dollar, also nicht viel. Das ist praktisch jetzt euer Duplikat, was ihr jetzt nutzen könnt für zwischendurch. Und jetzt könnt ihr praktisch das Original aus dem MC-Club anfordern, bringt das zu eurer Terabyte. Hier braucht ihr natürlich auch die Werkstatt und dann rechte Pfeiltaste drücken. Dann geht ihr hier auf Verkaufen. Ihr seht, ihr bekommt 2,3 Millionen GTA-Dollar dafür. Ist, wie gesagt, nur ein Single-Payout. Falls ihr mal tatsächlich schnell viel Geld braucht, wäre das eine Methode. Das war's auch schon mit dem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Seid ihr neu auf dem Kanal, könnt ihr auch gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein und tschüss.